Hi, ich bin Petra und das ist mein Kanal Petra Goes Outdoors. Ich bin heute wieder auf meinem Grundstück, aber nicht zum Aufräumen. Heute möchte ich ein bisschen Bogenschießen üben. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt doch dran. Ich hatte in den letzten Wochen und Monaten weder Lust noch Zeit, das Bogenschießen zu üben. Und deswegen bin ich heute hier draußen. Bogenschießen ist ein Sport, bei dem man auch viel üben muss. Und ja, jetzt, wo ich ja hier die Möglichkeit habe, ungehindert schießen zu können, möchte ich das natürlich auch ausnutzen. Dieses Mal habe ich sogar ein richtiges Ziel. Ich werde erst mal 8 Meter probieren und dann schaue ich mal, wie es bei 10 funktioniert. Nachdem der erste Pfeil direkt über die Grundstücksgrenze hinausgeflogen ist und ich ihn nicht mehr wiederfinden konnte, habe ich das Ziel ein Stück versetzt. Ich habe auch die Distanz sofort auf 10 Meter erhöht. Nachdem ich die ersten Bilder gesehen hatte, habe ich auch sofort gesehen, ich habe den Ellenbogen wieder viel zu hoch. Ich bin eben noch eine Anfängerin. Außerdem stehe ich nicht gerade. Das ist nicht gut für das Schießen und Treffen und es ist auch nicht gut für den Körper. Eine falsche Haltung beim Bogenschießen fördert Verletzungen und das will man ja vermeiden. Gar nicht so übel. Einen Pfeil habe ich allerdings schon wieder verloren. Der Bogen hat zwar nur eine Zugkraft von 25 Pfund, aber ich war erstaunt, wie tief die Pfeile doch in das Ziel eingedrungen sind. Und ich hatte echte Schwierigkeiten, sie wieder herauszuziehen. Das waren jetzt eben 10 Meter. Jetzt probiere ich mal 15. Auch die ersten Versuche bei 15 Metern waren nicht schlecht. Natürlich sind einige Pfeile daneben gegangen, aber es hat mich eher gewundert, dass ich überhaupt getroffen habe. Auch hier sieht man wieder, der Ellenbogen ist viel zu hoch. Ich hoffe, das legt sich mit der Zeit, denn jetzt habe ich ja die Gelegenheit, so oft zu üben, wie ich will. Übrigens muss man aufpassen, wenn man in der freien Natur schießt und es nicht das eigene Grundstück ist. Es kann ganz schnell zu einer Anzeige wegen Wilderei kommen, auch wenn man gar nicht auf Tiere geschossen hat. Ich hatte 3 Fehlschüsse. Einer ist hier unten reingegangen, aber mit 3 habe ich das Ziel getroffen und auch gar nicht so schlecht. Ja.
Insgesamt war ich mit meiner Trefferquote doch zufrieden, auch wenn einige Pfeile daneben gegangen sind. Jeder Schuss, der die Scheibe erreicht, ist Motivation. Und mit der entsprechenden Übung kann es ja auch nur besser werden. Auf jeden Fall macht es sehr viel Spaß und man ist draußen in der freien Natur. Plötzlich ist jedoch die Sonne verschwunden und ja, es hat sich zugezogen. Auch der Wind hat aufgefrischt und es wurde entsprechend kühler. Nicht so gut, aber okay. Ihr seht also, ich habe noch viel Spielraum nach oben. Ich glaube, ich höre auf für heute, denn das, was ihr da seht, das kommt jetzt bald. Danke, dass ihr dabei wart. Bis bald, macht's gut.